Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Ich bin Norman Weiß und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich den Lesemonat März für euch. Man kann es ja kaum glauben, jetzt ist schon wieder ein Vierteljahr vorbei. Aber dafür ist immerhin Frühling. Das ist ja auch etwas und nach der Zeitumstellung haben wir eben auch bessere Lichtverhältnisse am Tag. Darüber kann man sich dann auch freuen, auch wenn die Weltlage zu Hoffnung ja in vielerlei Hinsicht wenig bis keinen Anlass gibt. Ich habe in diesem Monat 5 Bücher gelesen. Jetzt muss ich meine Notizen gucken. 1237 Seiten, im Durchschnitt 4,6 Sterne. 4 Bücher sind von Männern verfasst, eines von einer Frau, 3 sind auf Deutsch erschienen, eins habe ich im englischen Original gelesen, eines in einer Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch. 4-mal Sachbuch, 1-mal Roman. Der Roman war ein Reread. So viel zur Statistik. Mein Lesemonat hat begonnen mit Marseille 1940 von Uwe Wittstock. Von Uwe Wittstock hatte ich ja Februar 33 gelesen und sehr geschätzt, und an dieses Buch schließt er nun mit diesem Buch aus oder mit diesem Buch über Marseille 1940 an. Februar 33, da ging es um die ersten Wochen nach der Machtergreifung, wie schnell die Nationalsozialisten dort die Weichen stellen, um zur Unterdrückung insbesondere eben von Literatur und Kultur durchzugreifen. Und nun ist das also alles längst passiert. Die Menschen sind geflohen. 33, manche 38 nach der Reichspogromnacht, andere, sofern es noch ging, zu Beginn des Krieges im September 39. Und in Marseille 1940, da finden sie sich nun. Und die Situation ist eben, dass nach dem Überfall auf Polen eben auch der Krieg gegen Frankreich beginnt. Und nach dem überwältigenden Sieg, dem Durchmarsch der Wehrmacht, sich eben das sogenannte Vichy-Regime bildet unter Marschall Pétain, der zwar einen Teil Frankreich vor der Besatzung rettet, dafür aber mehr oder weniger offen mit den Nationalsozialisten im Lauf der Zeit kooperiert. Und so fliehen Menschen, die es beispielsweise zunächst nach Paris geschafft haben, das aber inzwischen von den Deutschen besetzt ist, dann in das Vichy-Frankreich. Und dort versuchen sie aber wegzukommen, insbesondere eben in die USA oder sonst wohin nach Übersee, weil in Europa, das ahnen die meisten, ist man nirgendwo mehr sicher. Und in diese Situation fokussiert dann dieses Buch und es schildert einerseits die Emigrantenschicksale, aber eben andererseits auch die Aktivitäten und Bemühungen von Varian Fry, einem jungen amerikanischen Journalisten, der sich zum Fluchthelfer mausert, wie man es ja sagen könnte, der in den USA Geld sammelt, ein Komitee gründet und in dessen Auftrag dann nach Marseille geht, um dort mit einer Liste von besonders berühmten Leuten wie eben Feuchtwanger und Heinrich Mann und vielen, vielen anderen versucht er, diese Leute zu retten. Und dann erfahren die Emigranten davon und sprechen ihn dann an und so rettet er eben von vor allem zunächst andere Leute, als auf seiner Liste stehen. Es gibt dann Ärger mit den Geldgebern. Das wird von Wittstock sehr geschickt zusammengeflochten zu einer sehr interessanten Erzählung und man hat das Gefühl, und das ist schlimm genug, man wäre dabei. Farbig erzählt und es zeigt eben, was totalitäre Verfolgung bedeutet und was das mit Menschen macht und wie wichtig es ist, dass sich andere bereit finden, für diejenigen, die von Verfolgung und Unterdrückung bedroht sind oder sie bereits erleiden, für diese Menschen einzustehen. Da geht es nicht in erster Linie und für viele auch überhaupt nicht um staatliche Alimentierung. Hier geht es um das nackte Überleben. Und das kommt in diesem Buch sehr gut heraus. Thematisch
passte dann ganz gut dieses Buch hier von Daniel Mendelsohn, Three Rings. Es handelt sich um drei Essays, die auf Vorträgen des Autors beruhen. Ein jüngerer Autor, der sich eben insbesondere auch mit der Judenverfolgung und dem aktuellen Antisemitismus beschäftigt. Und hier geht es, so auch der Untertitel, A Tale of Exile, Narrative and Fate, um bedrohte Außenseiter. Und deswegen passt das ganz gut zu dem Buch von Wittstock. Der bekannteste als Exilant und Kulturwissenschaftler dürfte Erich Auerbach sein, ein deutscher Jude, den es während der nationalsozialistischen Zeit 1936 nach Istanbul verschlagen hat, wo in einer Modernisierungsoffensive die türkische Republik versucht hat, westeuropäische Wissenschaftler dort zu versammeln, um eben von ihrem Wissen zu profitieren. Und die, die gekommen sind, sind dann eben häufig jene gewesen, die vor den Nazis auf der Flucht waren, so wie Auerbach. Und Auerbach schreibt dann dort, praktisch ohne Bibliothek, wie es so schön heißt, sein großes Werk Mimesis, eine Literaturgeschichte der westeuropäischen Literatur. Und er basiert diese seine Arbeit auf den Lektüren der Jahrzehnte zuvor, wo er sich eben intensiv mit Literatur beschäftigt hat. Der zweite Autor, um den es hier geht, ist François Fénelon, der dritte W.G. Sebald. Fénelon lebt zur Zeit des Sonnenkönigs Ludwigs des 14. Sebald geht in der jungen Bundesrepublik ins britische Exil. Und Fénelon macht Karriere als Geistlicher, fällt dann aber in Ungnade und schreibt in der Verbannung im inneren Exil ein wichtiges Buch. Und unser Autor Mendelssohn verbindet das Schicksal dieser Personen mit drei Ringen. Er greift dabei in seiner Schreibweise die sogenannte Ringkomposition auf, eine Technik, die eben insbesondere auch in Homers Odyssee Verwendung findet und die eine geradlinige Erzählung vermeidet, sondern mit Einschüben, die auch immer gut markiert werden und an deren Ende dann sozusagen gesagt wird, jetzt wird die Erzählung wieder aufgenommen und dann geht es ein bisschen weiter und dann kommt der nächste Einschub und dann geht es wieder weiter. Und so ist auch dieser Text konzipiert. Das macht es einem zunächst etwas schwierig, weil es geht lange Zeit nicht voran. Und auf einmal, das finde ich so ein bisschen ungeschickt, auf einmal platzt dann der Knoten und dann geht es sehr schnell. Also ich bin am Ende damit zurechtgekommen und ich habe auch unheimlich viel gelernt und Neues erfahren und bin froh, dass ich das Buch gelesen habe. Mir persönlich, meinem Lesetyp, meinem Lesecharakter und meinem Vorverständnis hätte eine andere Darstellungsweise vielleicht eher zugesagt. Aber interessant ist dieses Buch hier auf alle Fälle. Und da ich dann da so viel über Erich Auerbach gehört hatte, aber sich das für mich noch nicht wirklich zu einem runden Bild gefügt habe, bin ich dann zu einem bekannten Sachbuchautor zurückgekehrt, zu einem mir bekannten Sachbuchautor zurückgekehrt, nämlich Matthias Bormuth. Zuseher werden sich erinnern, von dem habe ich gelesen, die Situation der Couch-Ecke, unter anderem noch weitere Bücher, auch über das Exil. Und hier hat er ein Buch nur über Auerbach. Das heißt, das sind drei Essays, die hier gerahmt werden durch einen Prolog und einen Epilog. Das heißt, es gibt natürlich auch, wie immer bei solchen Büchern, Wiederholungen, aber nichtsdestotrotz ist das eine sehr gute Beschäftigung mit dem Autor Auerbach, die mir vieles erklärt hat, was bei Mendelssohn nur angedeutet ist. Und zusammen habe ich da jetzt ein wirklich gutes Bild gewonnen und eine interessante Lektüre, auf die ich hier zurückblicken kann. Nach dieser Sachbuchlastigkeit habe ich dann gedacht, okay, es ist wieder mal Zeit für einen angenehmen Kriminalroman. Und da greife ich gerne zu etwas Bewährtem, also ein Reread von Donna Leon, Aqua Alta, Commissario Brunettis, fünfter Fall. Da treffen wir nicht nur das bekannte Figurenensemble bei der Polizei, sondern auch andere Akteure. Also eine bekannte Opernsängerin und ihre Lebensabschnittspartnerin,
stehen im Mittelpunkt des Geschehens, denn letztere, eine Archäologin mit Schwerpunkt Ostasien, wird zusammengeschlagen. Das bildet dann den Ausgangspunkt für eine Geschichte, in der es um Kunstdiebstahl und illegalen Antiquitätenhandel geht. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend, auch wenn es am Ende so ein bisschen Fahrt aufnimmt, weil dann doch gefährliche Situationen entstehen. Aber es ist eben wie bei Donna Leon häufig ein gut erzähltes Gesellschaftspanorama. Es gibt die übliche Kritik an Korruption, an der Mafia, an dem italienischen Geschehenlassen von Dingen, die eigentlich so nicht so sein sollten. Es ist aber eben noch nicht, wie in den späteren Romanen, dass dann so auf bestimmten gesellschaftlichen Einzelproblemen herumgeritten wird und die Kriminalgeschichte zu sehr in den Hintergrund tritt. Das ist hier noch sehr gut ausbalanciert. Es liest sich flott weg. Es ist eine angenehme Unterhaltung. Und auch wenn man die Brunetti-Verfilmungen nicht kennt, hat man eben doch dieses Venedig vor Augen und hört im Prinzip das Wasser in den Kanälen plätschern. Also eine angenehme Lektüre für zwischendurch. Hat mir wie immer gut gefallen. Und schließlich las ich dieses Buch. Gustav Seibt in außerordentlichen Zeiten, politische Essays. Dafür habe ich etwas länger gebraucht. Das lag daran, dass ich in der zweiten Monatshälfte bei meiner Mutter war, mit ihr ein paar Tage weggefahren bin und dann bei uns zu Hause war. Und da ist es mir eben wichtiger, mit ihr zu reden, Dinge zu unternehmen und nicht zu sagen, so, ich muss jetzt mal eine Stunde lesen. Wenn ich das mache, waren es Arbeitsdinge, die ich lesen musste. Da das Hobby sozusagen muss dann natürlich ein bisschen hinten anstehen. Gustav Seibt, ein bekannter Journalist, der aktuell und seit langen Jahren bei der Süddeutschen Zeitung beschäftigt ist, mit Stationen bei anderen Qualitätsmedien der Bundesrepublik. Und er hat zwischen 2005 und 2023 eine Reihe von Essays geschrieben, die hier versammelt sind, gruppiert zu 7 Themenbereichen. Und dann eben durchaus aus verschiedenen Jahren zu einem Thema. Gute Geister, Kipppunkte der Demokratie, was ist Freiheit vom Einwandern, du bist Deutschland, das Recht des Stärkeren und Europas. Chancen sind diese Unterkapitel betitelt und da finden sich dann klug geschriebene, geistreiche, historisch Bezug nehmende Artikel, die auch immer in die Literaturgeschichte blicken. Seibt ist ja jemand, der sich viel mit Goethe beschäftigt und so ist das eine interessante Lektüre über die Tagesaktualität der jeweiligen Artikel hinaus, haben sie tatsächlich eine Botschaft und können auch einiges vermitteln. Das Einzige, was mich etwas gestört hat, ist, wenn man es eben so liest und hintereinander wegliest, dann merkt man eben, dass über die Jahre zu bestimmten Themen Seibt die gleichen Referenzpunkte verwendet, sich immer wieder auf Goethe, immer wieder auf Friedrich Gentz bezieht, dass er verschiedene Argumente öfters zur Hand nimmt, was man, wenn man die Texte in der SZ liest, den einen 2007 und den nächsten 2011, dann merkt man das nicht zwingend. Aber so hintereinander denkt man, ups, Wiederholung. Da weiß ich nicht, ob es geschickter wäre, das irgendwie anders zu machen, aber man kann es ja schlecht rausstreichen. Und er schreibt eben auch, die Texte sind unverändert übernommen worden und man sollte sie in dieser Reihenfolge lesen. Ja, das finde ich dann aber trotzdem ein bisschen schade. Wenn es halt ein neu gestalteter, auf diesen Essays basierender Text wäre, dann hätte das vermieden werden können. In der vorliegenden Form kommt es eben zu diesen Wiederholungen, zu diesen Doppelungen, die beim aufmerksamen Lesen dann halt auffallen. Das ist jetzt kein wirklicher Mangel, aber gestört hat es mich halt doch, kann ich nichts dafür. Gut geschrieben, interessant, belesen, lehrreich, wichtig, alles keine Frage. Ein empfehlenswertes Buch von Gustav Seibt. Das war mein Lesemonat März 2024. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Bleibt mir gewogen und schaut wieder rein, wenn es heißt
Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bis dahin, tschüss!